Wir befinden uns nun im sogenannten Komponistenviertel in Barmbek Süd. Dass Straßen wie hier nach berühmten Musikern benannt werden, zeigt, welchen Stellenwert Musik für die Menschen hat. Durch welche Medien wir in Zukunft über Musik informiert werden, das ist die Frage. Ob Hip-Hop, Alternative oder Elektro, Musik begleitet uns den ganzen Tag. Doch wie haben wir eigentlich unsere Lieblingsband gefunden? Fanzines, Blogs und Hochglanzmusikmagazine helfen uns, den Überblick zu bewahren. Aber was wird heutzutage eigentlich am meisten genutzt? Printzeitschriften oder Online-Seiten? Anlässlich des 30. Geburtstages von einem der etabliertesten Musikmagazine Deutschlands haben wir das Gerücht, dass online boomt und Print immer weniger wird, geprüft. Im Übel und Gefährlich trafen wir Chefredakteur Max Dax, der mit uns über die Specs, den Musikjournalismus und deren Bedeutung von heute und damals gesprochen hat. Specs wurde im September 1980 von einer Handvoll Kölner Journalisten gegründet. Und in den 80er Jahren, kann man sagen, wurde in der Specs eine neue Sprache erfunden, ein neues Deutsch, eine Art Sprache, in der man seitdem über alle popkulturellen Phänomene sprechen kann, also über Musik, über Film, über Mode, über Kunst, über Literatur. Der große Verdienst des Specs war also die Erfindung einer neuen, multifunktionalen Sprache. Aber was bringt dem Leser eigentlich speziell Musikjournalismus im Print? Wir versuchen immer wieder Anregungen zu geben, wo es etwas Interessantes zu entdecken gibt und was für Parameter und mit was für Kriterien man diese Dinge, die es da zu entdecken gibt, auch betrachten kann. Der Kritiker trifft also quasi eine Vorauswahl für den Leser. Doch das geschieht auch auf etlichen Blogs und ob nun Profi-Journalist oder einfach nur Musikfreak, letztlich sind doch eh alle Kritiken subjektiv. Ich glaube, dass die alten Rezepte, die alten Regeln, wie man angeblich Print zu machen hat, nicht mehr funktionieren. Ich glaube, dass wer einfach weitermacht, wie man das in den 90ern noch ganz selbstverständlich gemacht hat oder auch Anfang der Nullerjahre, dass diese Zeitungen, wenn sie nicht gerade enormes Glück haben oder einen Verlag, der sie stützt, dass diese Zeitungen zum Untergang verurteilt sind. Doch wie schätzt das jemand aus dem Musikbusiness ein, der mit Journalismus so gar nichts am Hut hat? Gunther Buskies von Tapete Records hat sich die Zeit genommen, um mit uns zu sprechen. Wir haben ihn gefragt, ob er noch viel Printmedien nutzt. Als Quelle für meine Arbeit eigentlich weniger. Da ist natürlich das Internet eine sehr gute Informationsquelle, wo man eben auch aktiv nach Bands suchen kann und sich Sachen auch direkt anhören kann. Aber allein aus Interesse, was halt veröffentlicht wird, lese ich eigentlich schon einige Musikmagazine regelmäßig. Es ist schon so, dass man persönlich sich im Laufe der Jahre gewisse Magazine oder gewisse Schreiber eher durchliest und darauf eher hört, weil man festgestellt hat, dass sie mit dem persönlichen Geschmack einfach mehr übereinstimmen. Chefredakteure, Labelchefs, wer zählt, sind doch letztendlich die Mediennutzer. Was nutzen die Hamburger Musikbegeisterten? Gut recherchierte, aber teure Musikmagazine oder das schnelle, kostenlose, aber anonyme Internet? Eher Printmedien. Vielleicht auch, weil ich Traditionalist bin, weil ich eigentlich immer noch die gleichen Zeitschriften lese wie vor 20 Jahren. Ja, die Printmedien nutze ich noch eher, um im Grunde über neue Platten oder neue CDs Bescheid zu wissen. Früher habe ich mir auch ganz viele Magazine gekauft, aber irgendwie wurde es so teuer und anstrengend, die immer anzuschaffen. Und jetzt bin ich meistens im Internet unterwegs dann. Online? Ebenso. Einfacher, größer, mehr Vielfalt, schnellerer Zugang, schnelleres Finden an Neuigkeiten. Ich nutze eher online, weil ich das dann abends nutzen kann, wenn ich halt erschöpften Tag hatte, um dann zu Hause ein bisschen zu chillen vom Computer. Und eigentlich sind da die Infos auch immer relativ schnell und kostenlos und deshalb nutze ich eigentlich online. Ich meine, es geht eigentlich nur darum, halt, dass irgendwelche Menschen, die einen eigenen Musikgeschmack haben, der sehr subjektiv ist, halt über Musik berichten. Und das ist im Printbereich ja ganz genauso. Da hast du einige Journalisten, die halt eine Platte komplett niederschreiben, die wiederum andere halt als die beste Platte seit Jahren finden. Also ich glaube, da gibt es keine Vor- oder Nachteile zwischen Print und Online. Fazit: Ob Print oder Online, was zählt, ist doch letztendlich der eigene Geschmack.